In der ganzen Geschichte des Lebendigen sind die Ursprünge des Neuen klein, fast unsichtbar. Man kann sie übersehen. Die Auferstehung Jesu ist weltgeschichtlich unscheinbar. Das kleinste Samenkorn der Geschichte. Diese Umkehrung der Proportionen gehört zu den Geheimnissen Gottes. Das große, mächtige ist letztlich doch das kleine. Und das kleine Samenkorn ist das wahrhaft große. So beschreibt es Benedikt der 16. in seinem zweiten Buch über Jesus von Nazareth. Heiliger Gott, heiliger, starker Gott, heiliger, unsterblicher Gott, erbarm dich unser. So beten wir in der Karfreitagsliturgie. Aber, unsterblicher Gott, du bist gestorben, am Kreuz gescheitert, die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte. Der, den die Völker seit Jahrhunderten erwarten, der glanzvolle Messias, der große Held, er bricht zusammen in schmachvollster Weise am Kreuz. Welch ein Gegensatz, Umkehrung aller Werte. Das Samenkorn wird in die Erde gesenkt, zum Tod verurteilt. Es stirbt. Das Ende der Geschichte? Nein, ganz im Gegenteil. Schon im Augenblick des Todes geschieht Unerklärliches, wie wenn eine Energie freigesetzt wird. Eine Liebe, die die Erde nicht mehr halten kann, die alles irdische Rechnen in Verlegenheit bringt, verwirrt, einfach außer Kraft setzt. Der Hass des Teufels, die Verblendung der Welt, trifft auf die unbegreiflich starke Liebe Gottes. Dieser Hass hat den Sohn Gottes getötet. Da schreit die Natur auf, sie protestiert. Der Himmel verbirgt sein Gesicht, verfinstert sich und in Blitz und Donner schreit er seine Empörung hinaus in die Räume des Weltalls. Genauso die Erde, sie bebt gewaltig, erschüttert von diesem Geschehen. Eine Liebe, die sich hingibt, nicht nur für die Freunde, sondern für die Feinde. Und dann wurde es still. Der Leichnam Jesu wurde ins Grab gelegt, wie die Saat in die Erde gesenkt wird. Zunächst nach außen kein Zeichen. Totenstille, Dunkelheit. Doch unterirdisch bereitete sich das neue Leben vor. Und in den ersten Stunden des Ostermorgens brach etwas hervor, was noch kein Auge gesehen hatte. Explosion der göttlichen Kraft. Ein Leben, das kein Tod vernichten kann. Auferstehung, etwas Unerklärliches. Jesu Auferstehung eröffnet uns eine neue Dimension menschlicher Existenz. So beschreibt es der emeritierte Papst Benedikt. Jesus ist nämlich nicht in ein normales Menschenleben dieser Welt zurückgekehrt wie Lazarus. Er ist in ein anderes, neues Leben hinausgetreten, in die Weite Gottes. Und von da aus zeigt er sich seinen Jüngern. Ostern, ein Hinaustreten in die Weite Gottes. Und dieses Geheimnis von Ostern hat unmittelbar mit uns zu tun. Jesus hat das alles für uns getan. Er hat sich für uns hingegeben und ist uns vorangegangen. Er hat sich für uns geopfert und uns neues Leben, das ewige Leben, erkauft. Seither wiederholen sich in unserem christlichen Leben die Gesetze seines Leidens, Sterbens und seiner Auferstehung. Wie oft erleben wir, dass scheinbare Kleinigkeiten der Anfang von etwas Großem werden können. Die Kraft Gottes, die stärker ist und mehr bewirkt, als wir es je selber schaffen könnten. Krisen, die wir durchmachen, existenzielle Fragen, von außen verursacht oder als innerer Vorgang, können zu einer Verwandlung führen. So gibt es Eigenschaften und Fähigkeiten in uns, die erst durch Krisen und schmerzliche Erfahrungen freigesetzt werden.
Nicht selten sind diese Krisen eng verknüpft mit Offenbarungsmomenten. Und so beschreibt es Gertrud von Lafont, eine in der Nazizeit verfolgte Jüdin. Nicht nur der lichte Tag, auch die Nacht hat ihre Wunder. Es gibt Blumen, die nur in der Wildnis gedeihen, Sterne, die nur am Horizont der Wüste erscheinen. Es gibt Erfahrungen der göttlichen Liebe, die uns nur in der äußersten Verlassenheit, ja, am Rande der Verzweiflung geschenkt werden. Ein tiefer Schmerz, eine Krise, ein Erlebnis des Sterbens. Darin kann Gott mir begegnen. Manchmal tiefer und ergreifender als in freudigen Momenten. Plötzlich sehe ich manches anders. Der wahre Wert der Dinge wird mir klarer. Ich erkenne, dass Gott in mein Leben eingreifen will. Eine einzigartige Erfahrung, die die gewöhnlichen Erfahrungsräume unseres Lebens durchbricht. Es ist ein Erlebnis vom Sterben des eigenen Ich. Ein Begräbnis des Egoismus. Die harte Schale wird aufgebrochen und das neue, in Gott eingetauchte Leben kann in mir wachsen. Explosion der göttlichen Kraft. Neues entsteht. Es mag sein, dass nicht viele es merken. Wahrscheinlich kann ich es selber gar nicht beschreiben. So wie damals die Auferstehung nur in einigen geheimnisvollen Erscheinungen an die Erwählten in die Welt hineingetreten ist. Und doch war sie der eigentlich neue Anfang, das, worauf im Stillen alles wartete. So kann auch heute Ostern werden, bei mir, bei uns, wenn ich mich in der Krise neu für Christus entscheide, mich ihm zuwende, auf ihn vertraue. Erlösung, Neuanfang, Sieg des Lebens über den Tod.